früh morgens, wenn man sieht, wie alles erwacht, oder spät abends beim Sonnenuntergang oder auch einfach Mittag im Regen in der Sonne. Das ist ganz egal. Ja, laufen, da erfährt man die Natur und die Welt am besten. Wenn wir die marathonspezifischen Einheiten machen, das heißt halt eine hohe und konstante Geschwindigkeit, dann laufen wir das meist auf Asphalt, auf einer ebenen Strecke. Und dann, wenn wir die Koordination schulen wollen, dann gehen wir am liebsten auf die Single Trails im Wald, wo man eben schauen muss, da ist ein Stein, da muss man drüber springen, dass man eben gefordert wird durch den Untergrund sozusagen und nicht durch die Geschwindigkeit.